That just as this energetic change is taking place, waking people up, welch ein Zufall, dass das Kontrollsystem alle Aktivitäten auf Maximum hochfährt, wo gerade dieser energetische Wandel passiert. Natürlich ist das kein Zufall. Ich hatte ja schon erwähnt, dass die Agenda immer die Dinge in unsere Zeitlinie bringt, die möglich und nötig sind. And bringing these things in as it suits the agenda, so they've been aware that this is coming. Und weil sie wissen, dass die Zeichen auf Wandel stehen, deshalb geben sie gerade alles, was sie haben, um uns innerhalb der fünf Sinne gefangen zu halten. Deshalb wollen sie uns auch Mikrochips einpflanzen, denn nur so können sie den energetischen Wandel aufhalten und ihre Macht und Kontrolle über uns aufrechterhalten. What this control system is currently engaged in doing is trying to hold on to its control. Je schneller die Maschinerie der Agenda läuft, umso schwerer fällt es ihr, uns am Erwachen zu hindern. Das Kontrollsystem sät die Panik, aber es hat nur noch ein paar Jahre, dann hat es ausgespielt. It's the control system that's doing the panicking. And so it should. It's got a few more years, enjoy them, and then it's over. Wir sind multidimensional und für uns wird bald eine neue Phase beginnen. Zeit, sich zu entscheiden. Folgen wir dem Herzen, der Intuition oder bleiben wir im Verstand gefangen? Es ist die Wahl zwischen Freiheit und Versklavung oder, wie Voltaire es gesagt hat, das Fesseln der schlafenden Menschheit. Aber wir wachen auf und sagen, hey, wo kommen die Handschellen her? Und dann, wenn man sie sieht, kann man etwas dagegen tun. Sich selbst neu definieren. Nicht mehr kleines, machtloses Ich, sondern unendliches Bewusstsein. From little me to infinite self. In den nächsten Jahren werden unsere Unterdrücker wie Ratten handeln, die mit dem Rücken zur Wand stehen und alles auffahren, was sie haben. Sie krallen sich umso verzweifelter an ihrer Macht fest, umso mehr wir aufwachen. Deshalb müssen wir auch aus dem Bewusstsein heraus handeln, dass die Welt, wie wir sie kennen, nur eine Erfahrung ist, die wir als unser unendliches Bewusstsein machen wollen. So ist es viel einfacher, als uns mit unserem Vehikel zu identifizieren. Leider machen Letzteres sehr viele Menschen, wenn sie vor Herausforderungen stehen. Das hier ist eine Zeile aus dem Lied Me and Bobby McGee. Freiheit ist nur ein anderes Wort dafür, wenn man nichts mehr zu verlieren hat. Wir verlieren unsere Freiheit, wenn wir an Dingen festhalten, weil wir dann Angst bekommen, das zu verlieren, woran wir festhalten. Menschen trauen sich oft nicht, offen ihre Meinung zu sagen, weil sie Angst haben, deshalb ihren Job zu verlieren. Die Angst vor dem Verlust der Arbeit ist dann stärker als der Drang, die eigene Meinung zu sagen. Aber wenn man an nichts mehr festhält, dann sind die Hände leer und alles, was bleibt, ist Freiheit. Anhaftung nimmt uns Freiheit. That takes our freedom away. This is a great line. It's a proverb. Das hier ist ein Sprichwort. Gerade als die Raupe dachte, sie würde sterben, verwandelte sie sich in einen Schmetterling. Wir erleben diese wundervolle Zeit des Wandels und werden zu Schmetterlingen. Es gibt absolut nichts, wovor man sich fürchten muss, denn das Einzige, was passieren kann, ist bewusstes Wahrnehmen unseres Selbst. Es wird passieren, irgendwie. Okay, ich wache auf und was mache ich jetzt? Das Erste ist, damit aufzuhören, Ausreden zu suchen. Der Verstand findet immer eine Entschuldigung wie, das kann ich heute nicht tun, obwohl ich weiß, dass es richtig ist, weil heute Abend eine gute Sendung im Fernsehen kommt. Lauter solche Dinge. Oh nein, nein, ich habe Donnerstag schon etwas vor. Es fällt uns sehr leicht, Ausreden zu finden. Und während wir das tun, wird uns unsere Freiheit Stück für Stück genommen. Was noch? Wir können alle Dinge loslassen, die wir verehren. Wir können aufhören, sie zum Zentrum unseres Seins zu machen. Gameshows, Unterhaltung, alles unwichtig. Fake politicians in the game. These are all kind of glitter and add-on bits. The real thing. Das Einzige, was wichtig ist, ist die Transformation und was wir dazu beitragen können. Und das Beste, was wir tun können, ist, unseren verdammten Kniefall zu beenden.
Schaut euch an, wie oft die Menschen vor Ehrfurcht auf die Knie fallen. Geht es um Religionen oder um die Chefs am Arbeitsplatz? Wir machen ständig einen Kniefall und schauen voller Ehrfurcht zu jemandem auf, anstatt ihnen gerade heraus in die Augen zu schauen. Martin Luther King hat das in folgenden Satz gepackt: Man kann auf deinem Rücken nur reiten, wenn er bereits gebückt ist. Wir gehen so gebückt durchs Leben und beschweren uns, dass jemand unserem Rücken zur Last fällt. Warum richten wir uns dann nicht einfach auf? Auch die Männer in den dunklen Anzügen können aufwachen, denn das System will auch sie noch stärker kontrollieren. Aber auch sie haben Kinder und Enkel, die unter diesem Kontrollsystem leben müssen, wenn wir dem erlauben, sich weiter zu entfalten. Die dunklen Anzüge, die das System verwalten, aber eigentlich nicht verstehen, woran sie beteiligt sind, oder die Männer in Uniformen, die das System verteidigen und stärken, auch sie wissen eigentlich nicht, woran sie mitarbeiten. Sie müssen mit der Kommandostruktur brechen. Sie müssen aussteigen, weil sie zu verstehen beginnen, dass der Tag kommen wird, an dem ihre Kinder und Enkel fragen werden: Was hast du eigentlich damals gemacht, als es das Kontrollsystem noch gab? Tja, ich habe geholfen, dass es funktionierte, mein Schatz. Aber wir haben die Chance, so etwas niemals sagen zu müssen. Wir müssen nicht zum Militär gehen und uns an Konflikten und Morden beteiligen. Und wir können Kriegsdienstverweigerer unterstützen. Zieht man eine Uniform an, dann wird man Teil des Systems und wird von ihm benutzt. Die Soldaten im Irak beschützen dort niemanden. Sie glauben nur, das zu tun. Sie schützen auch niemanden in den USA. Sie glauben nur, das zu tun. Sie unterstützen das Kontrollsystem bei seiner Expansion in den Mittleren Osten. Das ist es, was sie tun. In Großbritannien haben wir jetzt gerade einen großartigen Kerl, der im Irak gekämpft hat, dann Antikriegsaktivist wurde und jetzt im Knast sitzt, weil er sich geweigert hat, auch noch nach Afghanistan zu gehen. Was passiert, wenn aber Hunderte von Soldaten sagen, wir machen da nicht mehr mit? Was soll das System dann machen? Wenn die Menschen in den unteren und mittleren Ebenen des Systems ihre Mitarbeit einstellen, dann funktioniert das System nicht mehr. Diejenigen, die die Macht haben, sind zu wenige, um das System am Laufen zu halten. Es ist, wie Einstein gesagt hat: Eine Jugend, die sich dem Militärdienst verweigert, ist Vorreiter einer Welt frei von Kriegen. Anstatt solche Menschen anzugreifen, hey, du willst nicht für dein Land kämpfen, sollten diejenigen, die zu alt fürs Militär sind, junge Verweigerer unterstützen. Es gibt tolle Leute in Israel, die lieber ins Gefängnis gehen, als beim Militär gegen die Palästinenser zu kämpfen. Sie sind diejenigen, die die Welt verändern. And commit that stuff that's committed against Palestinians. They're the kind of people that make a change in the world. Und das Großartige ist, wir haben die Wahl. Oh nein, ich kann nicht aufhören, dem System zu dienen. Ich mag es nicht, aber ich habe sonst keine Arbeit mehr. Okay, du hast deine Wahl getroffen. Erkläre es dann später deinen Kindern. Menschen in Uniform, erkennt euer Selbst. Bewusstsein, das weiß, dass wir alles eins sind. Nimmt sich dieses Bewusstsein ein Gewehr und fängt an, auf Menschen zu schießen? Nein, das macht der Verstand, weil er alles nur als Teil von etwas Größerem verstehen kann. Wenn ich jemanden erschieße, erschieße ich einen Teil von dem, was ich bin. Wir sind alle ein Bewusstsein. Immer wieder sieht man solche Bilder von Aufständen. Aber was man bekämpft, genau zu dem wird man selbst. Wir müssen nicht kämpfen. Ah, du kämpfst für den Frieden. Warum machst du das? Weil ich das System nicht mag. Es ist so gewalttätig. Absurd, denn so verdoppelt sich die Gewalt. Hier prallen zwei Fraktionen Verstand aufeinander. Der einzige Unterschied zwischen ihnen ist, eine Fraktion reitet auf Pferden. That's it. Freiheitskämpfer, wieder kognitive Dissonanz. Besser ist nur das Wort Friedenskämpfer, kämpfen für den Frieden. Martin Luther King hat gesagt, und er sollte es aufgrund seiner eigenen Erfahrungen wissen, das Problem mit Aufständen ist mal, ganz abgesehen vom moralischen Aspekt, dass sie nicht erfolgreich sein können und die Aufständischen das wissen. Aufstände sind nicht revolutionär, sondern reaktionär, weil sie zur Niederlage führen.
Sie bringen zwar eine Freisetzung von Gefühlen mit sich, doch darauf folgt immer die Einsicht, dass alles vergeblich war. Wie oft hat es Aufstände gegeben und was hat sich dadurch verändert? Wir sollten nicht das hassen, was wir herausfordern, sonst werden wir zu dem, was wir hassen. Und dann diese Protestmärsche. Ich sage jetzt nicht, die Menschen sollten an so etwas nicht teilnehmen, aber vor dem Einmarsch in den Irak gingen in London 1 Million Menschen dagegen auf die Straße. Daran etwas ändern konnten sie aber nicht. What happened? They invaded Iraq. Wie viele Demonstrationen hat es gegen Globalisierung und solche Probleme gegeben? Und was passiert? Die Globalisierung schreitet schneller voran. Schauen wir uns hier einmal das an. Protestmärsche sind dem System egal, weil die ein Spielchen innerhalb des Hologramms sind. Wovor das System aber Angst hat, und jetzt kommen wir zu einem sehr praktischen Aspekt, das ist, wenn die Menschen anfangen, dabei zu kooperieren, ihre Versklavung zu beenden. Dann können sie nichts tun. Sie sind nur eine Minderheit. Sie können uns nichts aufzwingen, was wir geschlossen ablehnen. Was wir tun müssen, ist zusammenzukommen und zu kooperieren. Wir sind in der Mehrheit. Das Kontrollsystem ist es nicht. Wir müssen verstehen, dass das Kontrollsystem nicht Christen, Schwarze, Juden, Südamerikaner, Aborigines oder Angehörige der Mittelklasse versklaven will, sondern dass es uns alle versklaven will. Doch sie teilen und beherrschen uns, indem sie uns mit Hilfe von Religionen, Kulturen, sozialen Schichten und anderen Methoden aufteilen. Und dieser verdammte Unsinn muss beendet werden. Wir sind genug Leute, um das zu beenden. Und zwar auf einer praktischen Ebene, über die ich jetzt sprechen werde. Okay, das System hat uns eingekerkert. Lasst uns also im Kerker darüber reden, wer die beste Kultur hat, wer die beste Religion und welche Hautfarbe die bessere ist. Das wäre doch lustig, oder? Was uns bewusst werden muss, ist, dass die Trennlinien zwischen Kulturen, Hautfarben, Einkommen und Religionen totaler Blödsinn ist. Das ist ein Haufen kindischen, unreifen Mists. Wir müssen uns zusammentun, das ist alles. Wir müssen uns zusammentun, unsere Gemeinsamkeiten wahrnehmen und das sehen, was uns alle angeht. Die Freiheit, die man uns allen wegnehmen will. Wir sind alle betroffen, also haben wir ein gemeinsames Interesse. Aufzuhören, uns gegeneinander behaupten zu müssen, zu konkurrieren und feststellen, dass wir gemeinsam nicht aufzuhalten sind. Das Kontrollsystem hat nur einen Bruchteil unserer zahlenmäßigen Stärke. Es kann uns nur dann kontrollieren, wenn wir kooperieren. Findet irgendwo Unrecht statt, ist das immer eine Herausforderung für jede Gerechtigkeit. Beispiel: Jemand wird eingesperrt, weil er seine Meinung gesagt hat und jemand anderes sagt dazu, das ist nicht mein Problem. Hey, denk mal nach, da wird jemandem die Freiheit verwehrt. Na und, ich bin sowieso nicht seiner Meinung. Aber du hast doch Redefreiheit, oder? Ja. Nein, hast du nicht. Deine Freiheit besteht darin, innerhalb gewisser Grenzen zu sprechen, die spätestens bei dem ein Ende haben, was dem anderen verboten wurde. Wird irgendjemandem das Recht auf freie Meinungsäußerung verwehrt, dann geht uns das alle an. Denn dann gibt es keine wirkliche Redefreiheit. Deshalb müssen wir jeden unterstützen, der seine Meinung nicht sagen darf. Auch solche, dessen Meinung wir absolut nicht teilen. Am Ende werden wir uns nicht an die Worte unserer Feinde erinnern, sondern an das Schweigen unserer Freunde. Oder wie Pastor Martin Niemöller es während des Dritten Reiches sagte, als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich dann holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Und genau so etwas passiert jetzt. Hier und dort werden Leute herausgepickt, wie zum Beispiel Moslems, und vor Gericht gestellt. Oh, das ist nicht mein Problem. So arbeitet die Tyrannei. Ungerechtigkeit irgendwo geht jeden an. Auch wenn wir seine Meinung nicht teilen.
Aber die Menschen fangen an, das Problem zu erkennen. Schweigen ist Zustimmung. Ich habe damit nichts zu tun. Hast du irgendwas gemacht, um es aufzuhalten? Nein. Dann bist du mitschuldig. Mahatma Gandhi hat gesagt, Stärke ist nicht die Summe körperlicher Fähigkeiten, sondern Folge eines unbeugsamen Willens. Ich würde sagen, Stärke ist der unbeugsame Wille, der weiß, dass er das Richtige tut. Ist es nicht seltsam? Man sieht Soldaten bis an die Zähne bewaffnet, bestens trainiert und sie trauen sich nicht, jemandem Buh zu sagen, der ein paar Streifen oder Sterne mehr an der Uniform hat als sie. Warum? Why is that? Incredible physical courage, amazing. Schickt er sie auf ein Himmelfahrtskommando? Trauen sie sich dann, ihm zu widersprechen? Oh nein, warum? Warum ist das so schwer, obwohl man moralisch völlig im Recht ist? Ein türkisches Sprichwort. Im Herzen eines jeden tapferen Mannes schläft ein Löwe. Und auch in jeder Frau. Ein Löwe schläft in den Herzen von uns allen. Wir sind Mut. Wir brauchen keine Angst zu haben, das Falsche zu tun. Denn Bewusstsein tut immer das Richtige. Was könnte uns Angst machen? Nichts. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir alles werden, was möglich ist, und uns dessen bewusst sind. Erkenne dich, und wenn wir das tun, dann wird sich alles verändern. Schaut euch diese mitleiderregenden Gestalten an, sie tun mir leid. Hey, ihr habt Schlagstöcke? Ja. Eure Uniform sieht aber ganz schön blöd aus und ihr seht verdammt jung aus. Wenn ich keine Angst habe, wenn ich nicht denke, oh mein Gott, das brutale Sondereinsatzkommando, dann haben sie keine Macht über mich. Wie findet ihr das? Was geht da vor? Warum aber nehmen wir die Uniformierten ernst und haben Angst? Weil unser R-Areal Angst vor Autoritäten hat und bei deren Anblick Angst um unser Überleben hat. Doch wenn wir dieses Schema brechen, wenn du nicht tust, was ich sage, erschieße ich dich. Erschieße mich doch, dann werde ich alles, was ich jemals war und sein wird, und davor fürchte ich mich nicht. Du hast keine Macht über mich. Danke und auf Wiedersehen. Danke. Anpassen, Regeln einhalten. Wenn wir das nicht tun, hat das System keine Macht über uns. Deshalb produziert es auch einen großen Druck, damit wir uns anpassen. Schaut euch die Pyramide an und seht, wo die Macht liegt. Sieht der Typ da oben nicht unglaublich mächtig aus? Die Macht in so einer Pyramide aber liegt nicht in der Spitze, sondern ganz unten. Ein Freund von mir, Larry Grayson, er starb vor ein paar Jahren und ich war auf seiner Beerdigung. Er war ein britischer Komödiant, er war genial. Auf seiner Beerdigung hielt ein anderer Komödiant die Trauerrede und erzählte darin etwas, was Larry zu Lebzeiten passiert war. Es war sehr ergreifend. Larry war mit einer Showtruppe auf Tournee. Alle Schauspieler waren männlich und Grayson trat dabei oft als Frau verkleidet auf. In der letzten Szene der Show standen alle Schauspieler als Matrosen bekleidet auf der Bühne und sangen Rule Britannia. Dann kletterten sie immer einander auf die Schultern und formten eine Pyramide. Und dann betrat Larry die Bühne, verkleidet als die weibliche Statue Britannia mit Helm, Schwert und Schild. Larry kletterte dann immer seitlich an seinen Kollegen hoch bis zur Spitze der Pyramide. Er symbolisierte das Kontrollsystem. Eines Abends bekam einer der Matrosen ganz unten einen Krampf und musste aus der Pyramide heraustreten. Die Pyramide geriet ins Wanken, Larry stürzte von der Spitze und fiel auf einen seiner Kollegen in der zweiten Reihe und die Pyramide fiel komplett in sich zusammen.
Nicht, weil das Kontrollsystem oben versagte, sondern weil jemand ganz weit unten einen Krampf bekam und die Pyramide verließ. Die Pyramide der Macht ist nur ein Kartenhaus und wir Hornochsen halten es zusammen. Alles, was wir tun müssen, ist, damit aufzuhören und es bricht hinter uns zusammen. And it's all over. Why? Und genau das passiert gerade bei der Schweinegrippenimpfung. Wir können da zeigen, wie kraftvoll es ist, wenn wir uns nicht beugen und das Spiel nicht mitmachen. Im letzten Vierteljahr haben 1 Million Amerikaner ihr Heim verloren, weil sie die Raten dafür nicht mehr bezahlen konnten. Und wisst ihr, was sie getan haben? Sie sind einfach ausgezogen. Ich kann das schon verstehen, denn wenn Banken oder Behörden sagen, ihr müsst das Haus verlassen, dann gehorchen die Menschen. Aber lasst uns das mal durchdenken. Warum verlässt du dein Heim? Ich kann die Raten nicht bezahlen. Warum kannst du die Raten nicht bezahlen? Weil ich meinen Job verloren habe. Warum hast du deinen Job verloren? Wegen der Banken- und Wirtschaftskrise. Wer hat die verursacht? Das Bankensystem. Wer sagt dir, dass du dein Heim verlassen musst? Meine Bank. Und dann gibst du dein Zuhause auf? Wir müssen uns organisieren und wir müssen das in Einheit tun. Verweigert man sich als Einzelner, dann ist man dran und deshalb müssen wir das zusammen machen. Wenn tausende Menschen sich weigern, ihr Heim zu verlassen und dabei von einer Gemeinschaft unterstützt werden, dann ist das System machtlos. Es gibt in Großbritannien Menschen, die 200 Pfund Strafe gezahlt haben, weil sie ihre Mülltonne am falschen Tag für die Müllabfuhr auf die Straße gestellt haben. Manche sagen da, was ist nur aus der Welt geworden? Das ist doch erbärmlich. Was wäre, wenn tausende Menschen in einer Stadt aus Protest ihren Müll an völlig unterschiedlichen Tagen auf die Straße stellen? Dann hat das System keine Chance. Leider beklagen wir uns meistens über Zustände, fügen uns am Ende dann aber doch. Wir müssen aufhören, uns zu fügen. Nein, nein, nein. Nein, wir fügen uns nicht. Wir brauchen einen neuen Beat, einen Wir-fügen-uns-nicht-Tanz. A new beat to people. Wir weigern uns, unserer eigenen Versklavung zuzustimmen. Wir müssen das in Einheit tun. Wir sind in der Mehrheit. Ich schenke dir die Freiheit. Ich nehme dir die Freiheit. Ich bin Freiheit. Du kannst mir nichts nehmen, dass ich bin. Schleich dich, du Kerl im dunklen Anzug. You're a dark suit. On your way. Was würde unendliches Bewusstsein tun? Das sollten wir uns in schwierigen Situationen fragen. Zuerst würde es das tun, wovon es weiß, dass es das Richtige ist. Dinge würden sich über Nacht dramatisch ändern, wenn wir das beherzigen würden. Wir müssen aufhören, Entscheidungen so zu treffen wie: Was ist besser für mich? Was nutzt mir am meisten? Wir sind nur in den Schlamassel geraten, weil jeder von uns egoistisch nur das Beste für sich sucht. Wenn wir stattdessen das tun, was moralisch richtig ist, dann wird sich die Welt grundlegend verändern. If we start saying, what is the right and just thing to do in this circumstance, irrespective of what the circumstances are for me, then the world changes dramatically. As this guy, Marcus Aurelius, said, Marcus Aurelius hat einmal gesagt, wenn es nicht recht ist, dann tue es nicht. Wenn es nicht wahr ist, dann sage es nicht. Es ist ganz einfach, aber es verändert die Wirklichkeit. Wenn wir eine friedliche Welt wünschen, dann müssen wir einfach nur friedlich sein. Nicht für den Frieden kämpfen, einfach nur friedlich sein. Es ist alles so einfach. Wenn wir eine Welt voll Freundlichkeit wollen, dann müssen wir einfach nur freundlich sein. Es ist so verdammt einfach. What a word of kindness. Let's not be kind. Let's do that. Willst du frei sein, dann hör auf, wegzulaufen und dich zu verstecken. Denn versteckst du dich, dann bist du nicht mehr frei. Hier ein wundervolles Zitat von Martin Luther King. Feigheit stellt die Frage, ist es sicher? Zweckmäßigkeit stellt die Frage,
Ist es klug? Eitelkeit stellt die Frage, ist es populär? Bewusstsein aber fragt, ist es richtig? Und es wird eine Zeit kommen, wo wir eine Position beziehen müssen, die weder sicher noch klug oder populär ist, man sie aber deshalb zeigen muss, weil sie richtig ist. Wir sind schon in dieser Zeit, wir sind immer mehr in ihr, aber niemals so sehr wie heute. Wir müssen Entscheidungen treffen, aus wahrem Bewusstsein heraus. Der Verstand würde uns nur viele Gründe geben, sie nicht zu treffen. Wir brauchen eine Revolution unserer Wahrnehmung, eine Revolution unserer Erfahrungen in dieser holographischen Wirklichkeit. Oh, ich bin kein Löwe und kein Lamm. Ich bin keine Blase voller Bedeutungslosigkeit. Ich bin unendliches Bewusstsein. Alles, was war, was ist und was immer sein wird. Uns wird gerade der Generalschlüssel angeboten. Ich hatte da einen Tagtraum. Ich sah dieses Gefängnis, in das die Erde eingesperrt ist. Und davor hat dieses riesige Schloss, in das gerade ein Schlüssel hineingeführt wurde. Ich dachte, wow, was ist das denn jetzt? Ich surfte kurz darauf im Internet und stieß dabei zufällig auf dieses Bild. Uns wird gerade der Generalschlüssel des Gefängnisses angeboten, der Schlüssel zum Schloss, das unsere Wahrnehmung eingesperrt hält. Unser Herz öffnen für das, was wir wirklich sind. Der Schlüssel ist eine Schwingung. Hier könnte ich noch viel mehr sagen, aber dazu fehlt die Zeit. Es ist an der Zeit, dass wir sagen, es reicht. Man hat uns lange genug vorgeschrieben, was wir zu sein haben, was wir denken sollen, was wir tun und sagen sollen, wie wir unser Leben gestalten sollen und woran wir zu glauben haben. Es reicht! Wer ist schon dieses verdammte Kontrollsystem, das unsere Wirklichkeit, unser Sein und unser Denken bestimmt? Es reicht! Es ist, wie Percy Shelley gesagt hat, stehet auf wie die Löwen nach dem Schlafe und seiet so viele, dass ihr unbesiegbar seid. Schüttelt leicht ab diese Ketten, die euch an die Erde fesseln. Sie wurden euch im Schlafe angelegt. Ihr seid so viele, die anderen nur ein paar. Es reicht, es ist Zeit. Zeit zu fliegen. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thanks for coming. Thanks for coming. Thank you. Thank you. Thank you.